Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, Vizebeast, Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. So, also, ich bin ehrlich, so langsam bin ich es leid, die ganze Scheiße nachzuvertun. Ja, aber ich bin so selber schuld. So, wir brauchen eine Pattern-Rotage, wie ihr gerade gesehen habt. Ne, eine Pattern-Storage. Da sind wir jetzt immer noch dran und wir brauchen Reinforced Stone, Crystal Memory, Advanced Machine Casing haben wir, Mining Laser und ein Advanced Circuit sollten wir, glaube ich, auch schon haben. So, schauen wir mal hier in die Wundertruhe rein. Was haben wir denn hier? Pulverized Obsidian. Und was hast du vor? Was hast du vor? Ja. Okay. Ich wollte schon gesagt haben, hätte der Spaß jetzt angefangen mit dem Clay, das Ganze zu machen, ne? Naja, ne? Da müssen wir nicht so wirklich drüber sprechen. Ich nicht so die beste Idee mit Clay, das, also mit so ein bisschen Lehmstaub. Ich wollte überlegen, kann man das Lehm eigentlich. Ja, das Lehmstaub zu machen, das ist irgendwie schwierig. Ich meine, es wird, wenn ich versuche, zum Lehm zu rein, wird das eher so zum Matsch. Generell so ein bisschen. Ich habe eigentlich, was ich gerade überlegen bin, Obsidian. Also, ich weiß, Obsidian ist so ein Vulkangestein, aber kannst du daraus auch ein. Ja, gut, so ein Gestein daraus kannst du schon eher Staub machen. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall für die. Für Reinforced Stone brauchen wir Stone Dust. CF Powder, Construction Foam. Das heißt, wir brauchen Stone Dust, wir brauchen was Sand. Und wir brauchen ein wenig Klei. So. Da nehmen wir mal was Klei groß. Also groß, klein. Und da fällt mir gerade auf, dass da gar kein Vein Miner installiert ist. Weil ich mich schon gewundert hatte, warum das Zeug nicht abgebaut wird ordentlich. Ich habe gerade keine Internetverbindung. Ich finde es interessant. Mein PC meinte, ich hätte gerade keine Internetverbindung, schaue aber gerade währenddessen noch einen Livestream. Alles klar. Ja, lassen dich mal weiter träumen, PC. Na gut. Vielleicht wird es irgendwie gerade nur sowas gestört und so weiter. Bin auch überlegen, ob wir noch weitere Overclocker machen sollen. Oder nicht. Generell würde ich momentan sagen, nein. Und ich würde jetzt generell auch mal sagen, wir holen jetzt mal gerade die Ranch, weil wir müssen das CF-Powder mit Wasser in der. Wow, das CF-Powder ist ja scheiße günstig. Müssen wir in der Fluid. Im Fluid-Mode müssen wir das CF-Powder mit Wasser anreichern zum flüssigen Construction Foam. Die Ranch ist immer noch da drin, da oben. Drei Plätze über dir. Da war noch eine kaputte, die hättest du auch nehmen können. Hättest du wenigstens wieder einen Platz frei gehabt. Aber naja. Gut. Dann einmal abbauen. Fluid sollte keine Hilfe geschehen. Das wegnehmen, das wegnehmen, das wegnehmen. So, das ist weg. Dann nehmen wir mal hier die Water Drum. Machen dann einmal so und so und so, ne? Ja, so. Das füllt sich da schon rein. Wir brauchen das Fluid Enrichment. Nein, das. Warum arbeitet es nicht? Das ist doch das, was wir brauchen. Na? Fluid Enrichment, ja. Warum passiert jetzt nichts? Braucht er noch eine Zelle oder was? Hallo? Hallo, was passiert hier gerade? Machen wir währenddessen schon mal hier den CS-Ware fertig. Wie sieht das hier aus? Das ist fertig. Und wir haben 3 Silicon Dioxide rausbekommen. Und da wohl, da ich wohl noch etwas mehr machen. Finde ich gerade richtig geil, wie mein PC mir versucht, mir zu verklickern. Ja, du hast kein Internet. Vertrau mir mal. Ich glaube, ich mache mal gerade den Test. Ich habe den Browser noch offen. Das läuft ja währenddessen weiter. E-Mails checken, kein Problem. Mein Kanal. Kein Problem, ich habe Internetzugang. Das finde ich gerade richtig genial. So,
Oh, nein, nein, nein. Ja. So. Nein, nein. Fluid Enrichment, das da rein. So. Jetzt sollte der hoffentlich arbeiten. Vielleicht hat er nicht gearbeitet, weil er keinen Strom hatte. Börse war ja. Finde ich cool, wie das Kabel durch die Maschine durchgeht. Was ich mal gesehen habe, das habe ich mal bei einem amerikanischen YouTuber gesehen, der mit diesen Kabeln von Immersive, also die diese wirklich diese Rohkabel da, diese Wires, kann sich mit dem sogenannten Skyhook irgendwie so da dranhängen und über lange Wege damit rüber bewegen. Finde ich richtig cool. Also diese Skyhooks. Wer Bioshock Infinite gespielt hat, der weiß, was ich meine. Diese Skyhooks da, fand ich richtig cool. Boah, Bioshock ist auch noch so eine Spielserie, die ich mal zocken muss. Vielleicht machen wir das auch mal sogar on-cam. Ja, generell könnte ich mir das gut vorstellen. Weil ich auch am Überlegen bin, mal so die nächsten. Also Minecraft ist ja mittlerweile schon noch am Absteigen und das. So ist es auf jeden Fall. Merke ich ja selbst. So. Ich bin halt am Überlegen, ob ich nach so mal ein bisschen mehr auf andere Spiele gehen soll als Minecraft. Sowas wie South Park, Skyrim, Fallout. Was haben wir noch alles? Ja. Dark Souls bin ich mir nicht so sicher. Nicht, weil ich Angst habe, da drauf zu gehen oder so weiter. Ich würde es eigentlich schon mal gerne mal zocken. Habe es auch, also den ersten Teil. Problem ist einfach nur. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Die Steuerung vom PC ist ein bisschen sehr. Nennen wir es beschissen. Um es anders auszudrücken, die Steuerung auf dem PC ist die Xbox-Steuerung. So. Und das Problem daran ist, ich habe keinen Xbox-Controller, ich habe keine Xbox, ich habe einen. An Konsolen habe ich eine Nintendo Wii, ich habe eine Nintendo Wii U, schon mit 3DS. So. Ich weiß nicht, Xbox würde ich mir irgendwie gar nicht holen, da gibt es irgendwie nicht so Spiele drauf, die mich interessieren würden. Ich meine, wow, Skyrim, Fallout, aber für PC. Also ich bin da wirklich so ein Typ. So, wenn ich aussuchen würde, was für Spiele spielst du so, wenn mich das einer fragen würde, würde ich so sagen, Praise the Glorious PC Master Race. Würde ich generell einfach so sagen. So. Wer noch nie gesehen hat, wie man Reinforced Stone herstellt, der wird sich gerade wundern, was ich hier für einen Scheiß mache. Wir machen so ein 9-9 Feld aus Querholz. Zack. Reinforced Construction Form. Sand rein. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und wir haben Reinforced Stone. War ich immer noch überlegen, ob man das irgendwie mal automatisieren kann. Ja, man muss aufpassen. Das Zeug ist sehr, sehr leicht zerbrechlich. Blöde ist, die Scaffolds sind danach weg. Also die müsste man danach neu craften. Aber naja. Sollte ja nicht so wirklich das Problem sein. Ich glaube, so oft brauchst du Reinforced Stone noch gar nicht. Oh, da habe ich ein Loch in den Boden gemacht. Zack. Tschüss, Steini. Habe ich hier noch Blöcke? Komm, hier. Da kann ein bisschen. Nehmen wir hier den Warnblock, ne? Dann weiß ich, okay, da muss ich was umändern. Da habe ich eine Warnung. So ungefähr mehr. So, wir waren jetzt aber noch bei der Pattern Storage dran. Finde ich Wahnsinn, dass du so eine ganze Folge an der Maschine verbringen kannst. So, Reinforced Stone haben wir. Advanced Machine Casing sollten wir eigentlich auch noch haben. Da oben ja. So. Wir brauchen auf jeden Fall wieder hiervon.
Etwas, das heißt, wir brauchen einen Electric Motor und das heißt, wir müssen einen neuen Motor craften. Boah, ich finde dieses Motor an. Warum gähne ich jetzt so viel? Generell diese Motoren, finde ich, sind das nervigste Rezept im gesamten Pack. Na gut. Mach mal eben neue, sollte jetzt nicht das Thema sein. Zack, zack, zack. Mach mal einen, das sollte ja schon reichen. Ich glaube, du brauchst nur mehrere, wenn du auch wirklich damit aktiv was irgendwie versorgen willst. Dann könnte ich mich irgendwann mal reinlesen, aber momentan brauche ich das nicht so wirklich. So, da Motor rein. So, 4, 3, 2, 2 und 2. Und wir haben das Iron Turning Blank Handle. Wovon wir jetzt eigentlich noch eins bräuchten. Iron Turning Blank. So einfach zwei Eisenbarren mit einem Iron Item Casing. Zack, zack. Da rein. Jetzt gemerkt 4, 3, 2, 2 und 2. Nächstes. Lassen sich leider nicht stacken. Aber die Idee dahinter finde ich cool. Finde ich echt cool. So, Pattern Storage. Advanced Alloy, Advanced Alloy, Advanced Alloy. Wir brauchen dann zwei Energy Crystals. Wir brauchen einen Redstone. Diamond Dust, Redstone ergeben Energiekristalle, wie jeder weiß. Wer sich noch nie einen gebaut hat, heute ist die Gelegenheit. Ihr braucht nur rot, irgendwie so einen roten Stein und Diamantstaub. Also geht halt schön nach draußen, sucht euch ein paar Steine, malt die rot an. Geht schön zu Muttis, zu Mutti Schmucks Schatulle, sucht euch irgendwie einen Diamant. Versucht den mal irgendwie so kaputt zu malen, mischt das zusammen und ihr habt Energiestaub. Dann holt ihr euch einen Hammer, haut darauf ein paar Mal rum und ihr habt einen Energiekristall. Jawoll. Alter. Ey, mein krankes Hirn schon wieder. So, einmal ganz kurz meiner Mutter schreiben. So, was brauchen wir noch? Ein Advanced Circuit, das ist ja kein Problem. Nervig, aber kein Problem. Was ist das? Nervig. Was ist das nicht? Ein Problem. So. Ich muss nochmal irgendwie meinen Switch mal wieder was schreiben. Ob mal Zeit hat, jetzt mal vorbeizuschauen oder ob das momentan eher shitty aussieht. So ein bisschen shitty-schack. Ein Mining Laser kommt dahin. Ich hoffe, hoffen, dass währenddessen ein Gladers vorbereitet und Silicon Dioxide. Nochmal ein bisschen Signalum. Oh, da habe ich sogar Capacitor über. Fällt mir natürlich sehr früh auf. So, zweiter Laser. Zack. Zack, die kommt noch eins. Ne, stimmt. Komm da hin. Ja, und jetzt ist es ihm aufgefallen. Kleiders. So, zack. Einmal hier rein, dann sollte das auch schnell gehen. So, was machen wir denn währenddessen? Währenddessen kann ich euch irgendwie eine kleine Anekdote erzählen. Welche erzähle ich euch denn? Schauen wir uns einfach währenddessen das Rezept mal Replicator an, ist glaube ich besser. So, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch eine MFE. Könnten wir uns eine drüben klauen, müssen wir aber nicht, können wir schnell herstellen. Wir können eigentlich schon mal währenddessen echt damit anfangen.
mal ein bisschen Reinforced Glass. Das hatte ich doch vorbereitet gehabt. Ich hatte nur noch auf jeden Fall was über. Boah, das ist unglaublich, wie ich gerade mit Jappen bin, ne? Wir brauchen 4 Energiekristalle. Das ist ja kein Thema, bis auf die Energie. So, Wrench, MA Wire Connector, MA Wire. So, und da geht es schon weiter. Und wir warten auf die Energiekristalle. Ja, Energie, das kommt da unten, wie jeder weiß. Daraus bezieht der Kompressor seine Energie. So, Iron Chipset. Machen wir hier das Rezept für die MFE hin. Da machst du bitte Cutting. Nächster Energy Crystal ist fertig. Ne, nicht dahin. Oder lieber dahin, ist wohl besser. Ja, Insulated Gold Cable nur noch. Da haben wir das. Und da haben wir das. Supi. Jetzt brauchen wir nur noch El Rabero. Und wovon wir natürlich wieder mal nichts haben. Lumium haben wir. Herzlichen Glückwunsch. Gummi haben wir nicht. Boah, Mann. Ist jetzt nicht euer Ernst. Boah Gott, ich darf auch echt noch neues Rubber machen. Ab in Le Samel. Boah, was ich immer noch genial finde, damals gab es, oder es gibt ja immer noch die Sawmill von Mechanism. Die finde ich immer noch richtig geil, einfach weil die diese Geräusche macht, wie beim richtigen Sägewerk. Nee, da ist Fall, aber kannst du kurz. Achso, ja, mach mal. Zack, zack, zack. Das kommt da rein. Währenddessen kommt das mal raus und kann geschmolzen werden. So, und wir haben die Crystal Memories. Leider leer, aber dafür werden sie jetzt in eine Pattern Storage umgewandelt. Nur noch eine Maschine. Nur noch eine gottverdammte Maschine. Bam! Sehr schön. Dann können wir das jetzt auch mal hier einspeichern. Import von Crystal. Kann man den irgendwie löschen? Nö. Okay, was machen wir denn dann damit? Erstmal kommt der Pausch nachher ab. Wir brauchen auf jeden Fall noch von denen ein. So. Kann man die einscannen? Das würde mich ja jetzt mal tierisch interessieren, ne? Ey, kann man? Ja komm, dann lass sie doch über Yu-Yu Meta herstellen. Dann haben wir das Nervige endlich mal nicht mehr mit dem dauerhaften Gummi und so weiter. Also klar, Gummi werden wir immer noch gebrauchen, aber nicht mehr so heftig wie vorher. Boah, ich frage mich immer noch, was Lumium für ein Stoff sein soll. Würde mich mal interessieren, ob es den Wisch gibt. So wirklich vorstellen kann ich es mir nicht. Ich meine, klar, Zinn gibt es, Silber gibt es, aber Glowstone, also leuchtende Steine, gibt es ja so nicht. Wenn sich damit irgendeiner auskennt, dann kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, Lumium so als echtes Element würde es nicht geben. So.
Wir brauchen zwei HV-Transformer. Das heißt, wir haben zwei MV-Transformer und zwei Advanced A-Batteries. Oh Gott, das wird lustig. Zwei von denen. Komm, machen wir einfach mal Redstone-Chipsätze, die kann ich immer gebrauchen. So. Das kommt darüber. Dann machen wir mal ganz kurz hier raus. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Wir brauchen die Copper-Cable mehr als alles andere. Also währenddessen werde ich mich jetzt auch mal. Die Folge ist ja jetzt gleich vorbei. Und die lassen sich nicht stecken. Blöd. Werde ich schauen, dass wir offscreen, dass ich offscreen mal ein bisschen Rubber zusammenfarme. Weil jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja bald kein Zustand mehr, ne? Das ist ja, kannst ja bald keinem Schwein abverlangen, dass der Zuschauer. Hab kein Gummi mehr. Nächste Folge. Hab kein Gummi mehr. Nächste Folge. Hab kein Rubber mehr. Oh, was ein Zufall. Die Folge ist rum und ich hab kein Gummi mehr. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. 15% noch circa. Alter, 54.000. So schön anzusehen. Ah, regnet hier. Bin ganz ehrlich, mit dem auf das Gebäude bin ich teilweise echt stolz. Ja. Wird 700 Mega. 700 Millibuckets für ein Circuit, hast du den Arsch offen? Alter. Ja, Sigi, Junge. Copper Cable, wie sieht das damit aus? Müsst ihr euch mal reinziehen. Iridium. Das